Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 42-jährigen Truckers aus Großspeck in Holland feststellen. Seine Frau hatte gestern den gewohnten Anruf ihres Mannes vermisst und den Disponenten der Spedition angerufen. Schnell stellte der fest, dass der LKW seit den frühen Nachmittagsstunden am Rastplatz Sauerland Ost stand. Der Fahrer hatte sich den Schlüssel für die Dusche gegen Pfand beim Toilettenmann geholt und nicht wieder abgegeben. Offensichtlich war er nach gesundheitlichen Problemen in der Dusche verstorben. Erst in der Nacht gegen 23.30 Uhr entdeckte die Polizei dann den Mann durch ein Fenster. Die Feuerwehr Lüdenscheid musste die Dusche aufbrechen. Am Tag kam ich gegen 22 Uhr zu meiner Nachtschicht. Wie das zur Schichtübergabe üblich ist, stellt man sich Fragen, dienstlich bedient. In dem Sinne lautete meine Frage, wo ist der Duschenschlüssel? Darauf hinaus wurde mir von meinem Spätschichtkollege geantwortet, der Schlüssel wurde nicht abgegeben, der Pfand liegt noch bei unserem Toilettenmann. Stunde später hatte ich Polizeibeamte hier, die einen holländischen Mitbürger gesucht haben, der von seiner Frau vermisst wird. Darauf hinaus ist mir eingefallen, dass die Sache mit dem Duschenschlüssel nicht geklärt worden ist. Und das war einfach meine Idee, dass man da nachguckt. Ja, und das haben die Polizeibeamten auch getan und ihm leider so gefunden.